Da komme ich runter, weil ich gerade die Kissen sauber gemacht habe. Und dann steht hier so ein Typ vor mir. Und da frage ich mich, wo kommt er her? Ich habe doch hier alles wunderbar ausgeleuchtet. Aber anscheinend nicht. Ja. Anscheinend fehlt da noch irgendwas. Das ist ja wohl unfassbar. Okay, Leute. Wir haben beim letzten Mal entschieden, dass es hier wahrscheinlich nichts mehr zu holen gibt. Außer den Spawnerraum. Den lassen wir mal so stehen. Ich finde den ganz schnuffig hier so, ja. Jetzt können wir natürlich in die Richtung noch gehen, weil wir sind jetzt hier auf der eine Etage drunter. Oder in den Gang noch weiter. Hi. Na du? Er sieht mich nicht. Oha. Oh Gott. Ah, fuck. Oh Gott sei Dank gibt es keine Creeper-Explosion. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wäre ich gestorben. Oh Gott. Oh, bin ich froh gerade. Oh, ich bin gerade so glücklich, dass es keine Creeper-Explosion gibt. Ich bin gerade einfach nur unfassbar erleichtert. Eieieiei. Oh, das war jetzt gerade ein Schock. Das war jetzt wirklich da ist gerade irgendwas in mir gestorben. Oh je, oh je, oh je. Da ich gerade so etwas, da kurzzeitig so ein bisschen feucht in der Hose geworden. Ne? So, also das, da hätte ich mir fast ins Beinkleid. Na, ihr wisst schon. Es wäre auf jeden Fall nicht schön gewesen für alle Beteiligten. So, okay. Okay. Das hier ist wirklich ein bisschen spooky, weil hier die Lava ist, ne? Oh, warte mal. Ich habe doch, habe ich mir noch besorgt, hier so ein... Ja, super. Ja, perfekt. Aber meine schöne Lichtquelle dahin. Naja, was soll's. Lieber so ein Licht selbst gemacht, als hier so ein Lava-Dingens. Soll man den Redstone eigentlich mitnehmen? Ich frage mich bei Redstone immer, soll ich ihn mitnehmen? Weil allzu viel braucht man davon eh nicht, oder? Den nimmt man halt so mit, weil ja, passt schon. So ein paar technische Sachen möchte ich damit schon machen, aber ich bin nicht so der große Redstone-Schalterbauer. Von dem her entbehrt es sich nicht ganz der Logik, warum ich ihn dabei haben sollte. Aber okay, wir werden sehen, was kommt da ange. Hi. Na, komm her. Dich will ich nämlich töten. Ich brauche nämlich dein Zeug. So, jawohl. Oh mein Gott, ein Diamant, jawohl. Jawohl. Mal schauen, was der Chat dazu sagt. Ja, siehst du, geht schon vorab. Alle fett am Gratulieren. Es sind halt schon so süße Süßigkeiten hier auf dem Server. So. Also wie gesagt, der Server ist offen, ne, für alle. Da kann wirklich jeder drauf. Also, das wäre jetzt nicht so, als wäre das irgendwie hier limitiert. Okay, ich orientiere mich mal. Wir sind jetzt hier. Da oben ist mein Ausgang. Da hinten geht es noch in die Richtung weiter. Hier geht es noch mal eins tiefer. Aber hier ist Lava. Wenn wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen, dann könnten wir uns ja hier noch so einen sicheren Abstieg schaffen, ne? So, okay, pass auf. Dann hauen wir hier mal das Holz raus. Ah ja, genau, da oben geht es ja auch noch weiter. Oh mein Gott. Ne, dann lass uns jetzt erstmal das Holz hier wegnehmen. Dann bauen wir uns nämlich einen zweiten Aufgang. Weil ihr habt schon gesehen, da links geht es natürlich auch noch weiter. Ah ja, jetzt sind wir hier. Wo sind wir denn hier? Einfach unter dem, oder? Ja, ich glaube, wir sind hier, glaube ich, einfach unter dem. So muss das. Ja. Die können hier drüber sein oder die können hier an der Seite sein. Sie können einfach überall sein. Das ist ja voll der Riesenstollen hier. Wollen wir einfach so ein bisschen gucken gehen? Ah. Aha. Okay, ja, cool. Gut, das ist das, was ich mir ge gebaut habe. Hi. Komm ruhig her, wenn du dich traust. Au. Verdammt. Aha. Aha. Der Stärkere obsiegt. Na, creepy.
Komm, wir machen die so richtig aggressiv. Auch wenn er nicht explodieren kann, behandelt ihn mit Respekt. Vielleicht zerreißt er ja doch. Und wir brauchen ja seine Sachen. Schwarzpulver für Sprengungen, ja. Ganz... Oh, nein. Oh Gott. Nein. Nein. Ich muss irgendwie ins Wasser. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brennt das? Leute. Oh, Leute, das macht mich gerade total fertig. Oh, das fand ich gerade ein bisschen heftig. Diese, also das fand ich gerade richtig krank, einfach nur. Okay. Das soll meine Warnung gewesen sein. Es war eine wirkliche Warnung. Ein ziemlich krasser Schuss vor dem Bug. Muss ich zugeben. Touché, Minecraft. Komm her, mach ich platt, Alter. Ja, gut. Scheiße, jetzt kriege ich auch nichts von ihm. Okay. Okay. Es wäre nicht so, als würde einen hier nicht einfach alles umbringen können. Wie zum Beispiel diese Spinne, die ich fast nicht gesehen hätte da oben. Auch mit ihrem Drecksgift, oder? Nee. Gott sei Dank kein Gift. Ich brauche mal wieder ein bisschen Fackel. Okay. Ist das Lapis? Jo. Das ist natürlich cool, das nehme ich mit. Den brauche ich immer. Kann man schön Sachen einfärben damit. Aber ich einfach fahrlässig hier meine Stein, meine Eisenspitzhacke verhau. So. So. Nehme ich, also Kohle ist wichtig. Ich habe ja noch kaum Rohstoffe. Ich frage mich nur dann, wie soll ich eigentlich dann diese ganzen Sachen mitschaffen auf meine andere Welt dann. Die lassen wir mal hier. Da habe ich jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Noch überhaupt gar kein... Komm her. So. So läuft das ab. Oh, wo kommen nur immer diese ganzen fiesen Typen her hier? Oh, das ist auch noch so ein dunkler Gang. Ich habe keine Fackeln mehr. Das ist auch wieder so eine Lava-Ding. Den nehmen wir noch mit. Schön Eisen einsammeln. Ich finde das einfach so, das ist einfach so spooky hier drin. Man muss immer so übelst aufpassen, dass man nicht gleich irgendwie verreckt. Und die schönen Sachen kaputt sind, die ich mir jetzt hier gerade ergaunert habe. Die ich mir im Schweiße meines Angesichts hier erkämpft habe. So. So viel Kohle. Ich bin total angespannt immer, wenn ich in der Höhle bin. Das ist überhaupt nicht chillig. Das ist einfach nur Aufregung pur. Weil da einfach so viel dran hängt. Ich meine, klar, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber trotzdem. Ich finde es einfach total... Oh, wow. Okay, wie komme ich jetzt da einfach hier lang, ne? Ah, Mist, ich habe keine... Doch, eine noch. Komm, lass uns mal gucken gehen. Aber wie kann es hier noch nach oben gehen und ein Gang sein, wenn ich ja eigentlich tief unter der Meeresoberfläche bin? Da müsste ich ja, sollte ich eigentlich nirgendwo hinkommen dürfen. Gott, es ist dunkel hier. Eigentlich sollte ich da nirgendwo hinkommen können. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, wir sind tief unter der Meeresoberfläche. Oh mein Gott, was ist das für ein riesen Höhlenkomplex? Da geht anscheinend hier die Mine in eine andere Höhle über.
Boah, ich glaube, da kann ich ausgraben ohne Ende. Ich werde mir jetzt schon noch mal ein bisschen was mitnehmen, aber wir werden jetzt hier nicht den ganzen, diesen ganzen Ding hier erkunden, sondern wir werden uns dann mal auch ein bisschen weiter begeben. Ich habe noch mal eine Mission vor mir, und zwar die Umsiedelung. Peggy baut sich ein Haus. Ja, wir sind immer noch zufällig hier auf dieses Ding gestoßen. Ich meine, ich finde es geil, ja. Aber ich weiß nicht, wie spannend das für euch ist. Ich dachte, er hängt fest. Sieht er mich nicht mehr? War er verwundet oder was? Sie sind so schnell gestorben. Und wieso ist hier Wasser? Und warum liegt hier Stroh? Und da geht's runter. Ich sollte nicht einfach... Sowas sollte man immer nicht machen. So einfach so einen Korridor entlang watscheln, ne? Das ist immer eine recht schlechte Idee. Und man sollte auch nicht mit versuchen, mit einem Löffel, also mit einer Schaufel, an Eisen zu kommen, weil da kann ich lange auf den Stein einschlagen. Den interessiert das herzlich wenig. Guck, wie viele Spitzhacken ich noch habe. Also ich würde sagen, die verkloppen wir jetzt auf jeden Fall noch in der Höhle und hoffen, dass ich nicht hier kläglich verrecke. Aber da geht's auch noch weiter. Junge, 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 Junge. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kommen die? Oh nein, sie kommen. Nur das Skelett, Gott sei Dank. Okay. Okay, Skelett. 1:0 für Peggy, würde ich sagen. So. Ah ja, das ist wieder Gold. Das ist ein bisschen komisch, das Sektorenpakt, wo ich das Gold gar nicht von dem Eisen entscheiden kann. Deswegen weiß ich immer nicht, mit welchem... mit welchem Werkzeug ich es wegmachen soll. Und mir fehlen auch tatsächlich jetzt so ein bisschen langsam hier die Lichter. Und mir fehlt vor allem die Orientierung. Hier bin ich doch gerade lang gelaufen, oder? Okay, ja, hier ist diese Halle. Okay, 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 ich kenne mich wieder aus. Vielleicht sollten wir... Da bin ich von vorhin runtergekommen, okay. Da geht's zum Spawner. Ich glaube, ich mache diesen Weg hier mal geradeaus frei. Das ist sonst... Das ist hier mein Hauptweg quasi. Das ist sonst total verstörend für mich. Weil ich dann nicht weiß, wo ich hin soll. Den muss man da lassen. Du kannst eigentlich weg. Genau. Du auch. Weil das sieht sonst alles so gleich aus. Und so kann ich mich ein wenig orientieren zumindest. In welche Richtung wir jetzt weiterlaufen müssen. Okay, 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 okay. Da gab es auf jeden Fall noch einige unentdeckte Wege. Mal die Kohle hier mitnehmen. Ich dachte, gleich jetzt ist sie wieder so weit und ich falle in die Lava. Hatte ich schon... Ah ja, genau, das ist der andere Abweg, den ich da gebaut hatte. Da dreht sich ein Skelett im Kreis, ist okay. Das soll ruhig auch mal entspannen. Kein Problem, kein Problem. Kein Problem. Ah ja, das ist die andere Seite. Das ist doch das, wo wir vorhin waren, oder? Ist es das nicht? Ich glaube, das ist es. Ah, was mache ich? Warte mal, ich mache hier mal den fest. So, okay. So. Jetzt läuft hier das ganze Wasser hier rein. So, das ist natürlich nicht so geil. Oh, komm das her. Kann ich das abpumpen? Im Wasser dürfte eigentlich nichts passieren, oder? Jetzt hängt er eh fest. Super. Alles eingesammelt. Ich frage mich nur, wo kommt das jetzt hierher? Oder lassen wir das Wasser mal Wasser sein und sehen lieber zu, dass ich wieder mein Inventar ein bisschen gerettet bekomme? Genau, das war hier die Richtung, die wir gehen müssen. Da geht's zum Spawner und zurück zu meinem Hauptgang. Mit dem Abgang Nummer 1,
hier runter. Und da vorne dem ersten Abgang. Hier runter, den wir auch schon jetzt freigelegt haben auf der unteren Seite. Und hier geht's wieder hoch. Joa, da glaube ich, gibt's noch einiges zu tun. Aber wir wollen ja in die richtige Himmelsrichtung. Und das war ja die da. Weite, das heißt, wir werden uns mal in die Richtung weiter in den Berg schlagen und gucken, wo wir da rauskommen. Und da bin ich ja sehr gespannt. Und ich würde ja gerne auch mal wieder ein bisschen zahn. Und vor allem meine Tiere muss ich ja auch irgendwie mitbekommen, ne? Oder soll ich die einfach hier lassen, hä? Ihr Süßen. Oh, es ist schön an der Natur. Na du, soll ich dich mitnehmen durch den Tunnel, oder? Nicht, ne? Du bleibst hier. Mach ich hier noch einen kleinen Stall, oder? Ich glaube, ich könnte hier auch nochmal einen kleinen Stall bauen. Aber ich hätte halt gern so ein winterliches Domizil. Und hier, das bauen wir uns als Starthaus. Da müssen wir dann aber auch nochmal ausbauen irgendwann. Das Sommerhäuschen. Sollten wir eigentlich schon machen. So, mal alles weggepackt und neu ausgerüstet. Und dann machen wir mal weiter auf unsere Überfahrt auf die andere Insel.